Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Bobber 30. Wir sind in Wedding bei, wie heißt der Laden? Burgerstraße. Direkt U-Bahnhof 9er Platz. Also, falls Touristen hierher kommen wollen, ich würde es euch nicht empfehlen. Ganz, ganz eklige Gegend. Mit ganz, ganz miesen Gestalten hier in den Ecken. Also wirklich, ist so. Aber der Laden ist neu. Smashburger ist halt so wie Döner geworden. An jeder Ecke machen die Dinge auf. Und do you wanna smash with me? Come on, let's see. Wir checken ab. Ja, ich sehe schon, die klassischen Smash-Dinger, die haben auch Patty-Melt. Classic Cheese 57, Double 52. Nee, ist Flippin' Dish. Das heißt umgekehrt Brot einfach. So wie bei Sold Out. Ja, einmal ein Cheeseburger. Dann für mich ein Chili Cheese. Dann einmal Mac and Cheese. Und hier die geschmorte Zwiebeln ist extra drauf. Auf Mac and Cheese? Nicht auf Mac and Cheese, auf den Chili Cheeseburger. Ja, mach ich. Bacon ist Schwein, ne? Kein Schwein. Alles Haller. Alles Haller? Gegen einer. Die Bacon Barbecue Bombe flippen dich. Okay. Ja. Ja. Erinnert mich so ein bisschen, an Sold Out. So. Hat schon ein bisschen so Sold Out mäßig. Aber halt die klassischen Sachen, ne? Jetzt bin ich gespannt, wenn das sich gegenüber von dem anderen, der am Römerstraße ist, auch abheben. Das kannst du nicht vergleichen. Der am Römer ist eher so günstig. Deswegen Preis-Leistung, so kannst du nicht meckern. Natürlich, wenn es darum geht, die Hochkaräter, kannst du den nicht messen mit den Hochkarätern, der auch nicht den am Römer. Dagegen, da ist einfach nur Preis-Leistung. Hier hast du schon, also teurer als Goldi sogar. Denn das in Wedding. Das der muss abreißen. Das muss, deswegen wird er auch ganz hart bewertet. Ja, der muss jetzt hier, die Preise sind ordentlich. Also Cheese normal 57, Double 10,50. Wir haben den Bacon Barbecue Bomb mit das umgedrehte 12,50. Schon ordentlich. Mac and Cheese 5,50. Genau. Getränke 3,50. Das ist schon eigentlich 3,50 schon sehr viel. Ist schon unverschämt. Also ist unverschämt für Imbisse. Schon Tankstellen. Tankstellen ist es. Ja, auch Restaurants ist ja auch so 4 Euro, 5 Euro. Aber es ist schon Restaurant-Level. Wobei ich muss sagen, an der Tankstelle, ich glaube, diese Fritz-Cola kostet dort 1,70 Euro. Das weiß ich nicht. Noch nie an der Tankstelle Fritz-Cola. Optisch sehr deftige Angelegenheit. Welcher ist jetzt der Double? Ich glaube der. Der ist mit scharfe Sichung. Flippen dich. Keine der Wertleiter. Diese Flippen dich-Geschichte ist immer ganz nice, weil es so weich ist. Bacon ist schon knusprig. Danke. Hat eine coole Süße durch die Barbecue-Soße. Mhm. Magst du Barbecue als süß oder rauchig? Rauchig. Aber durch die geschmorten Zwiebeln mit der Barbecue-Soße hat es so einen süßlichen Touch. Ist eine geile Sache. Hast du gar keine Kalorien, oder? Doch. Er hat sogar gefragt, ob ich die ganz scharfen haben will. Die haben ganz neue Schafe, ich aber ja.
hier direkt fällt mir auf, besser gesmashed. Die Kruste ist, kommt zur Geltung. Da ist so eingeweicht. Mhm. Oh, das sind keine Jalapenos, das ist richtige Chili. Mhm. Oh, super. Mhm. Geil. Von der Schärfe her. Ganz ehrlich, die sind schon heftig, die Burger. Definitiv. Obere Liga. Also sind wirklich. Oh, diese Chili finde ich so geil. Aber ich bin mir sicher, diese Chili sind für manche Leute zu scharf. Viel zu scharf. Für mich perfekt. Die Burger sind krass. Also auch geschmacklich. Mit den Soßen, die Zwiebeln, die Gurken, alles ist on point. Ah ja, definitiv obere Liga. Probieren wir noch einen Mac and Cheese. Oh, ist ein Riesending, Alter. Oh, ist einfach Nudeln mit Käsesoße. Mac and Cheese. Mac and Cheese Ghetto. Das ist ein Ghetto Mac and Cheese. Richtige Ghetto Mac and Cheese. Mit selbstgemachten Röstzwiebeln oben drauf. Ist kalt. Ist jetzt nicht warm, ist kalt. Mhm. Gefällt mir sehr sogar. Die Käsesoße. Aber auf dem Bild sah aus wie so kleine Portion Mac and Cheese. Aber kommt so ein riesen Ding, Alter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der Laden ist krass. Das Beste, was Wedding zu bieten hat am Burger. Aber ey, die Chilis von links sind geil. Ja? Ja, die sind, nein, die sind top. Aber beste, das ist ja besser als MacBurger. MacBurger ist auch krass. MacBurger? Ach du, Wedding ist, ich bin was MacBurger ist. Ach du, MacBurger ist auch ein Wedding. Ja, und es gibt jetzt zwei krasse Stationen im Wedding. Aber der ist schon ganz, ganz hohe Hausnummer, muss ich ehrlich sagen. Ganz, ganz hohe Hausnummer. Ich bin gerade ein bisschen baff, dass die Burger so heftig sind. Also, krass. Also die Preise sind dann gerechtfertigt, ne? Wenn du so eine gute Qualität bekommst. Probier mal, Fabi. Was mir auch bei dem Film gerade die ganze Zeit aufgefallen ist, er benutzt sehr viel Gramm an Fleisch. Also sehr viel. Wie viel Gramm benutzt ihr bei einem? Wie viel Gramm? Bitte? Wie viel Gramm Fleisch benutzt ihr? Zwischen 100 Gramm. Und ob wir das smashen, ist es richtig 100 Gramm. Große Patties. Ah. Ja. Weil auf dem Video schön, die sahen so aus, die Dinger. Wirklich. Ich war überrascht erstmal. Das ist auch eigentlich, das ist der Große, ne? Das ist der Große. Das ist der Große. Nicht Potenzial. Der Geizige bei Goldies. Ja. Fleisch super gewürzt. Weißt du, was die einzige Scheiße ist bei diesem Laden? Hier laufen nur eklige Gestalten rum. Ein normaler Mensch, der will wegen den Gestalten hier gar nicht herkommen. Das ist nicht so. Ja, das ist doch hier. Aber ich kam abgeparkt, hab schon gesehen, Zombies laufen hier rum. Ja, also hier ist nicht so schlimm, da läuft noch was. Ja. Ist noch, ja. Ist okay. Aber so, wenn einer unser Video sieht, ja, von außerhalb herkommt, der kriegt Angst nachts hier. Ja. Der kriegt Angst. Auf jeden Fall Fleisch super gesmashed. Die perfekte Mitte zwischen Fettgehalt und Fleisch. Auch dieser Goldies Vibe, Senf, Zwiebeln, Ketchup, Fleischkäse. Goldies Burger in groß. 100%. Der ist schon sehr gut. Aber ich muss erstmal das. Du musst es mit den Nudeln nehmen. Das ist ein absoluter Pluspunkt. Ich habe selten in einem Laden gesehen, dass du selbstgemachte, geröstete Zwiebeln bekommst. Aber das musst du mit den Nudeln nehmen. Käsesoße machen wir jeden Tag frisch. Echt? Ja, ja, die ist gut. Viele kaufen große Dosen. Also wir machen selber. Ja, das schmeckt nochmal besser. Mhm. Ich würde die Kleinigkeiten nur machen, aber das ist für mich, für meinen Geschmack. Ich würde hier noch ein bisschen Salz dran machen, ein bisschen Chiliöl. Du mit deinem für mich. Salz. Ich glaube, für mich. Du mit deinem Salz jedes Mal. Ansonsten, top.
Es ist mit einer der besten Mac and Cheese, die ich draußen gegessen habe. Außer wir reden jetzt von so Barbecue-Häusern, wo wir waren. Aber ansonsten selbst besser als Enno sein Laden. Tausendmal besser. Und Enno hat einen Cheese-Laden. Mac and Cheese-Laden. Das muss man schon sagen. Ich würde ja Pasta sagen. Pasta-Laden sagen. Gibt es den Laden noch überhaupt? Keine Ahnung. Ja, ich bin auch definitiv positiv überrascht. Also ich habe gedacht, okay, ja. Wir werden sehr hart mit der Kritik umgehen, allein wegen den Preisen, aber alles gerechtfertigt. Top-Qualität, Top-Burger, die Zwiebelmarmelade, boah, krass. Das ist mein Favorit auf jeden Fall. Aber auch der Chili-Cheese. Ihr könnt ihn sagen, habt ihr jetzt immer diese neuen Chili oder nur heute? Bleibt. Auf jeden Fall, ihr könnt den Chili-Cheese-Burger mit noch extra scharfen Chilis nehmen. Meine Empfehlung, ich find's perfekt. Aber da muss man schon Scharfliebhaber sein, ansonsten die normalen Jalapenos tun es auch. Ja, also alles gerecht. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht, wirklich, wirklich. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass die Burger fetzen. Ja, kommt her, checkt den Laden ab, Burgerstraße, direkt, nee, wie heißt es? Doch, Burgerstraße, direkt U-Bahnhof Nauner Platz in Wedding. Ja, wenn ihr herkommt, am besten Elektroschocker oder Todesschläger mit einpacken. Nein, Spaß. Ja, checkt den Laden ab auf jeden Fall. Vertraut mir. Ihr wisst, ihr könnt mir vertrauen. Wenn ich euch eine Empfehlung gebe, dann aus reinster Überzeugung, und der Laden hat abgeliefert. Wirklich, wirklich, ich bin sehr positiv überrascht. Und das am letzten Tag von Ramadan noch so einen geilen Laden gefunden zu haben. Top, top, top. Danke fürs Zuschauen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zur nächsten Folge. Peace.